Der große Stringwechselrichter M250HV von Delta Electronics verarbeitet Spannung bis 1500 Volt DC. Besonders spannend ist die neue Elektrolumineszenzfunktion. Sie hilft, defekte Module im Feld zu finden. Das schauen wir uns genauer an. Wir sind hier auf dem Stand von Delta Electronics auf der Restart 2021 und wir sprechen mit Andreas Heuschen, dem Leiter der Solarwechselrichtersparte für Europa. Schönen guten Tag, Andreas Heuschen, Leiter Wechselrichtersparte Delta Electronics Europa. Wir haben hier auf der Restart 2021 eine vollständig neue Wechselrichterreihe zu präsentieren. Wir fangen an bei 15 Kilowatt über 20, 30, 50 und ganz neu der 250 Kilowatt Wechselrichter. 250 Kilowatt wird mit 1500 Volt DC betrieben, ausgangsseitig 800 Volt. Die werden hier angeschlossen. Dies ist eine besonders benutzerfreundliche Anschlussbox, wo man große und auch kleine AC-Kabel sehr einfach einführen kann. Was zeichnet das Design des großen Wechselrichters aus, Herr Heuschen? Das Design dieses großen Wechselrichters ist, dass man mit 250 Kilowatt, also ein Viertel Megawatt, in dieser Größe hier eine Leistungsdichte hat, die von anderen unerreicht ist und wir hier den absoluten Weltrekord halten. Das Gerät wiegt 110 Kilo. Das ist nicht ganz leicht, aber immerhin noch mit drei oder vier Mitarbeitern zu halten. Man kann das Gerät hier anfassen und dann mit vier Mitarbeitern auch sehr flexibel im Feld ein- und abbauen. Insgesamt haben wir auch hier noch andere gute Installationen. Merkmale, zum Beispiel den Verpolungsschutz, wir haben hier den Lichtbogenerkennung, wir haben die Stringerkennung, wir haben da ein Stringmonitoring drin, wir haben 12 MPPs und wir haben hier auf dieser Seite auch die Möglichkeit, bis zu 30 Strings auf die 12 MPPs einzuschalten. Das hat den Vorteil, dass man hier auch mit einem sehr großen Overpowering auf diesem Wechselrichter arbeiten kann. Große Solarparks stehen ja immer besonders unter Kostendruck. Was leistet das Gerät bei Ertragsgewinn und Kosteneinsparung? Bei der Kosteneinsparung ist dieses Gerät vor allen Dingen auf den OPEX, also auf den Operation Costs, ein echter Zugewinn, weil er, wie gesagt, sehr einfach betrieben werden kann. Man braucht hier keinen Vertrag für den Service, sondern kann ihn letztendlich so laufen lassen und wenn dann mal ein Problem auftritt, uns bei Delta kontaktieren. Wir haben eine Hotline und wir tauschen dann dieses Gerät vom Kunden dann im Auftrag aus und Sie können uns dort jederzeit erreichen. Delta Electronics ist ein taiwanesischer Konzern. Wir haben in Europa viele eigene Standorte, die auch zum Konzern gehören. Das sind unsere eigenen Liegenschaften und wir haben in Europa insgesamt 2500 Mitarbeiter, also ein Konzern, der auch die Kraft hat, Ihnen hier einen guten Service anzubieten, wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Wir sind seit 15 Jahren im Solargeschäft in Europa tätig. Das Gerät hat eine neue spannende Funktion, die EL-Funktion für Elektrolumineszenz, um defekte Module im Feld zu finden. Wie funktioniert das genau? Ja, die Elektrolumineszenzfunktion ist zum ersten Mal bei diesem Gerät eingebaut worden, weil es ein großes Gerät für große Solarparks ist. Das Prinzip ist relativ einfach. Anstatt aus Licht Strom zu erzeugen, erzeugen wir aus Strom, den wir in diesem Gerät zur Verfügung stellen, Licht. Das heißt, wir bestromen die PV-Module nachts und können dann über eine Infrarotausstrahlung und eine überfliegende Drohne sehen, oder Sie können sehen, wo Sie Probleme in Ihrem PV-Feld haben. Hier können Sie also relativ einfach feststellen,
wo Sie Risse, Microcracks oder Installationsfehler im PV-Feld haben, ohne diese Geräte oder die Module dann abzuhängen und extra zu testen. Das ist also eine sehr innovative Funktion, um die Funktionsfähigkeit Ihres PV-Felds auch nachträglich, auch Jahre später, immer noch kontinuierlich zu überprüfen. Delta stellt auch eine ganz neue Generation von Wechselrichtern vor, die Gen 2. Was ist neu an den Geräten? Was haben Sie verbessert? Ja, an der Generation Gen 2, die ich Ihnen jetzt gerne hier zeigen möchte, haben wir jetzt durchgängig eine sogenannte Multi-MPP-Funktion eingebaut. Wir fangen an bei 2 MPPs für die 15 Kilowatt bis zu 6 MPPs bei dem 70 Kilowatt und wir haben einen 100 Kilowatt 8 MPP zurzeit in Vorbereitung, der in Q1, Q2 dann auf den Markt kommt. Ich würde den gerne mal zeigen jetzt, dass wir dort rüber gehen. Und wir haben im Bereich M50 70 Kilowatt haben wir hier ein Gerät, was sehr kompakt ist. Es ist ein Lüftergerät. Bis 50 Kilowatt setzen wir Lüfter ein, damit wir Ihnen auch bis 40 bzw. 45 Grad Umgebungstemperaturen noch volle Leistung anbieten können. Die Geräte regeln nicht ab, sie gehen nicht in das sogenannte D-Rating, sondern haben volle Leistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Ich denke, gerade PV wird ja auch eingesetzt, um gegen Global Warming anzukämpfen. Und das ist wichtig, dass die Geräte dann auch bei erhöhten Temperaturen trotzdem vollumfänglich arbeiten. Das ist bei uns sichergestellt. Sie haben viele interessante Funktionen erwähnt. Für Installateure ist Arbeitsschutz auch sicher. Besonders wichtig, meine ich. Was haben Sie da für Features beim Arbeitsschutz? Gut. Beim Arbeitsschutz haben wir erstmal natürlich alles isoliert. Die Geräte sind von internationalen Prüfzertifikaten abgenommen worden. Und wir haben hier zum Beispiel einen echten DC-Switch. Das ist kein Relais, sondern ein echter Schalter, mit dem Sie die DC-Spannung im Fall dann wegschalten können. Und auf der DC-Seite haben wir hier die AMP-UTX-Stecker eingesetzt. Auch hier beim M70, den wir hier ausstellen, können Sie ein großes Overpowering machen, weil wir bei 3 MPPs bis zu 3 Strings anschließen können, falls Sie zum Beispiel bei diesem Gerät im Bereich große Dachanlagen zum Beispiel die Nordseite auch belegen möchten und dann mit einem Wechselrichter beschalten möchten. Ja, Sie haben ja noch ein paar Wechselrichter, die ein bisschen kleinere Leistung sozusagen ja, ganz anbieten. Genau. Vielleicht können wir uns die noch ganz kurz einmal anschauen ja, zum Schluss. Ja, dann gehen wir hier eben kurz auf die Seite und finden uns hier wieder. Wir haben auf dieser Seite nochmal Wechselrichter ausgestellt, die auch für kleinere Dachanlagen sehr gut geeignet sind. Ab 30 Kilowatt setzen wir jetzt keine Lüfter mehr ein. Das heißt, die Geräte sind besonders geräuschlos. Ein kleines Geräusch haben sie natürlich immer noch. Aber der 15, 20, 30 Kilowatt hat keinen Lüfter mehr und kann aber trotzdem bis 40, 45 Grad bei voller Leistung betrieben werden. Also es geht nicht ins D-Rating. Die Geräte sind insgesamt sehr einfach einzusetzen. Hier auch noch zu erwähnen, ab 30 Kilowatt, dass wir hier mit einem AC-Stecker arbeiten und damit das Gerät auch nicht aufgemacht werden muss. Auch das ist für den Kunden sehr, sehr einfach, um die Geräte hier einfach im Feld zu installieren. Ja, wunderbar, Herr Heuschen. Das ist sehr interessant. Ein gutes Portfolio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Messe. Und wer sich weiter informieren möchte über die Geräte, besucht die Webseite des Herstellers Delta Electronics. Vielen Dank. Ja.